Willkommen, und zwar möchte ich euch jetzt hier erstmal erklären, wie ihr das Skript Next Life richtig aufsetzt. Und zwar ist es ja, wie gesagt, mein Skript, das kann man ja bekommen die meisten nicht aufgesetzt, warum auch immer. Und zwar, der Grund war einfach, dass das Register bzw. das Register-Server-Datei nicht richtig war, weil ich versehentlich das falsche Skript hochgeladen habe. Aber wenn ihr jetzt an meinen neuesten, also wenn ihr jetzt meinen neuesten Beitrag seht, ist da ein neues Skript schon drinne. Und das ist die entpackte Version, beziehungsweise das neueste, was ich letzten Endes auch auf meinem Server drauf hatte. Und ja, das erste, was wir machen, ist natürlich, das Skript zu öffnen und in die Settings zu gehen. In den Settings ist dann auch die MySQL.lua, die editieren wir. So, dann, das erklärt sich eigentlich bei den meisten von alleine, und zwar kommt hier der Datenbankname rein. Da wo jetzt bei mir das hier drin ist, dann kommt hier die IP rein. Hier, wenn ihr Nitrado benutzt, dann kann ich euch das gerade zeigen. Und zwar, Datenbank ist ja sowieso nicht in Gebrauch. So, wir gehen auf Nitrado Web Interface, und dann gehen wir in die MySQL. So, und dann steht hier Datenbankname, Passwort und Username. Dann steht hier Hostname, und viele würden auch das eingeben, oder die Localhost IP würden die komplett eingeben. Das ist falsch, das funktioniert bei Nitrado schon lange nicht mehr. Dann müsst ihr bei Nitrado diese IP, die hier ist, kopieren und lol. Ups. Die müsst ihr dann hier einfügen, wo jetzt hier auch bei mir die IP ist, ja. Das ist genau die IP, die hier ist. Fügt dann ganz gewöhnlich ein. So, das ist das erste. Und das ist das zweite. Warum ich damals zwei gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr. Es hatte einen Grund, weiß ich noch, aber ich weiß gar nicht mehr welchen. Ich glaube, dass diese zwei Systeme auf zwei verschiedenen Datenbanken zugegriffen haben. Und ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Erklärt sich nicht. Ne, ansonsten gibt es hier gar nichts mehr zu machen. So. Als nächstes wäre dann da noch die Settings.lua, da ist nämlich auch noch. Ich habe insgesamt drei oder vier Datenbankverbindungen, das ist sogar schon markiert. Das ist hier nochmal die Datenbankverbindung, das habe ich damals gemacht, weil der Server über Nacht irgendwie die Verbindung zum SQL-Server verloren hat und das immer wieder wiederholt wurde, die Abfrage, ob die Verbindung noch besteht. Das ist eigentlich totaler Quatsch, ja, also es funktioniert jedenfalls nicht. Aber ich habe hier damals auch die Verbindung eingetragen. Das müsst ihr gar nicht mehr machen, damit der Server funktioniert. Ihr würdet dann halt einfach eine Fehlermeldung bekommen, dass es nicht existiert. Das könnt ihr eigentlich relativ easy, könnt ihr eigentlich rauslöschen. Das ist ja vollkommen easy. Braucht man nicht mal wirklich. Dann war es das auch schon mal. Also wie gesagt, hier IP eintragen, ist dasselbe wie hier. Weil hier seht ihr, ich habe hier damals Localhost eingetragen und es hat dementsprechend damals auch nicht geklappt, ja. So. Dann haben wir noch noch einen Bereich, wo wir eine IP einsetzen müssen, die Datenbankdaten. Wären dann im Haussystem, Server. So. Da haben wir es hier direkt. Übrigens, das Skript ist nicht von mir, das ist von Nonetme. Das ist sein Haussystem, das habe ich damals eingefügt, weil ich nicht wusste, wie man ein Haussystem macht. Das war mir irgendwie noch Neuland, und ja. Jedenfalls, hier tut ihr dann wieder Datenbank 1, Passwort, Username und IP. Auch wieder die Standard-IP. Und hier könnt ihr halt einen zweiten Server, zweite Datenbank auswählen, wie das war damals die zweite Datenbank, wo ich auch mit dem Cloud zugegriffen habe. Und ja, das war es eigentlich auch. Im Skript ist noch eine Kleinigkeit enthalten, und zwar, wenn ihr jetzt auf Images geht, dann auf, müsst ihr hier iPhone, da ist es doch, das ist iPhone. Und zwar sind hier alle Icons drin, die ich damals benutzt habe. Manche groß, manche klein, ich habe aber eigentlich neue Icons, schon lange neue. Doch, das sind die alten Icons. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. In der Meta sind die ganz unten eingetragen als Plugin, glaube ich. Ja. Sind sie alle richtig eingetragen? Das heißt, ihr müsstet eigentlich nur die Klammer entfernen. Und ja. Dann könntet ihr halt eigentlich direkt die Bilder benutzen. Ihr müsst halt ein Skript selber schreiben. Die Skripts müsstet ihr komplett selber schreiben. Ja. Soweit, so gut. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr das Skript
müsst ihr das in die A, es muss auch noch erst in die ACL eingetragen werden. Habe ich hier irgendwo eine ACL? Ne, ich schlappe mir jetzt gerade mal schnell meine runter. Upsala. So. Die ACL. Die nehme ich mir jetzt einfach, das mache ich jetzt einfach schnell. Und zwar braucht das Skript Rechte. Ich habe jetzt sehr viel eingetragen, wegen meinem momentanigen Race-Server. Aber wenn man jetzt das jetzt beispielsweise kopiert, das ist halt nach unten. So. Das erste kann man eigentlich direkt kopieren von Admin, das kann man dann, da kann man, also, das ist wie gesagt kopieren, das ist ja auch eine Ressource. Das kopiert ihr und dann hier, da wo nach dem Punkt, tut ihr den Namen eurer Ressource. In meinem Fall ist das hier Next Live. Und dann braucht ihr noch ihr, jetzt braucht noch ihr selbst Rechte. Da macht ihr einfach Klammer auf, Object, Name ist gleich. So, da ist es doch. Name ist gleich. Dann müsst ihr hier User Punkt und dann euren Namen. In dem Fall ist einfach Tutorial. Und ja, das war's. Jetzt macht ihr noch eine. Upsala, so. Dann müsst ihr das eigentlich. Lalle. Soweit müsste das dann eigentlich reichen. Dann habt ihr jetzt euch, wenn ihr euch einloggt mit dem Namen Tutorial, habt ihr dann soweit Rechte. Pipen dementsprechend. Ah. Guck mal hier. Ich bin sogar schon eingetragen gewesen. Guck mal. Also genauso wie es hier steht. Oder halt auch hier. Ist genau dasselbe. Also einfach ACL eintragen, dann passt das schon. So, das habt ihr dann auch gemacht. Dann könnt ihr das Skript draufladen. Also auf dem FTP-Server ganz einfach hochladen und starten. Natürlich nicht, also refreshen nochmal und dann könnt ihr das Skript starten und es funktioniert zu 100%. Da es gerade noch vor weniger als 2 Minuten auf meinem Server war und getestet wurde, ob es überhaupt funktioniert und es funktioniert. Es hat wie gesagt seine Macken, ja. Ich meine, ich bin kein Profi-Skripter und habe ich auch nie gesagt. Aber dafür, dass es selbst gemacht ist, bin ich schon ziemlich zufrieden damit, was daraus so mehr oder weniger geworden ist. Ja. Dann bedanke ich mich, wünsche euch viel Spaß mit dem Skript und ja. Wichtig ist, dass ihr das Skript nicht als eures ausgibt. So einfach ist das. Mehr braucht ihr da nicht zu wissen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann. Ciao.